Es sind Wunder, die geschehen, wenn du der Raum bist, in dem Wunder geschehen. Was heißt das? Was heißt das? Das heißt, meine Energie, ein Raum ist ja etwas, was nicht greifbar ist, aber worauf es drauf ankommt, ist, mit was füllst du es? Mit was füllst du deinen Raum? Dein Raum ist immer mit deiner Energie gefüllt. Das heißt, dein Lebensraum ist immer mit deiner Energie gefüllt. Das ist das, was damit gemeint ist. Du bist alles. Weil egal, wo du bist, ist deine Energie dominant. Das, was du denkst, das, was du fühlst, was du für Ansichten hast und was du glaubst über dich und andere, ist immer dominant in deinem Leben. Und wenn du jetzt Sachen haben willst, manifestieren möchtest, die du noch nie gehabt hast, dann ist es ja sonnenklar, dass du ein energetischer Raum sein musst, dass du eine Energie sein musst, dass du ein Wesen sein musst, dass du ein Seinszustand sein musst, dass du ein Denker sein musst, dass du ein Seher sein musst, dass du ein Fühler sein musst, die natürlich genau das für sich wahrnimmt. Wahrnimmt. Das ist deine Wahrheit. Das, was du wahrnimmst, ist deine Wahrheit. Und es ist völlig egal, du hast freien Willen, du hast freie Wahl. Du musst nichts für wahrnehmen, was andere für wahrnehmen. Du musst nichts wahrnehmen, was du nicht wahrnehmen willst. Das ist freier Willen. Niemand anders hat freien Willen. Du entscheidest ganz klar, was deine Wahrheit ist. Und wenn du in einer Welt lebst, wo du das verstanden hast, dann ist deine Wahrheit, das, was du wahrnimmst, einfach das, was du haben möchtest. Was dir gefällt, was deinen Wünschen entspricht, was für dich stimmig ist. Und das ist alles, was du wahrnehmen musst. Musst. Du musst nämlich sonst überhaupt nichts wahrnehmen. Das sind alles Denkmuster. Ich muss etwas tun, um zu. Und Energie funktioniert nun mal nicht so. Du musst jemand sein und dann hast du es. Es gibt kein Umzu. Es gibt keine Logik. Es gibt keine Logik in der energetischen Welt. Ein Prinzip ohne Logik. Manifestation ist ein Prinzip ohne Logik. Das ist crazy für unseren Verstand. Und deswegen ist es so wichtig, umzulernen. Wie denke ich, wenn ich es nicht logisch denken muss? Mein ganzes Leben lang wurde ich darauf trainiert, analytisch zu denken, Zusammenhänge zu erkennen und sie in die Zukunft zu spinnen. Und jetzt erkenne ich, dass das eigentlich die Quelle allen Übels ist. Es ist Zeitverschwendung. Ich brauche keine Logik. Ich brauche nur die Energie und die Energie entsteht so, wie ich es sage. So, wie ich es sage. Und da freakt der Verstand natürlich aus. Weil du sagst, so geht's doch nicht, es geht doch anders. Das kennst du, diese Diskussionen. Wenn Leute mit zwei Standpunkten miteinander diskutieren und der eine sagt, nein, das muss man so machen, so habe ich es immer gemacht, so hat es immer schon funktioniert. Und der andere sagt, nein, bei mir funktioniert es anders, ich habe es schon immer anders zum Erfolg gebracht. Und so funktioniert dein logischer, analytischer Ego-Verstand in der Diskussion mit deinem Divine Design-Verstand. Wer hat jetzt recht? Es führen alle Wege nach Rom. Alle Wege führen nach Rom. Du kannst alles machen, wie du es willst. Du kannst alles schwer haben, du kannst alles leicht haben. Du kannst alles möglich machen, du kannst alles unmöglich machen. Du kannst alles entscheiden. Und was du entscheidest, macht dich zu dem Menschen, der du bist. Macht dich zu der Energie, die du bist. Macht dich zu dem energetischen Fußabdruck, den du bist. Du kannst es nennen, wie du es möchtest, aber um eine Sache kommst du nicht. Es ist so, wie du denkst und glaubst und meinst und machst und tust. So, und jetzt hast du die freie Wahl und es einfach so zu machen, wie es sich für dich gut und einfach anfühlt. Und dir diese Erlaubnis zu geben, das ist Schritt Nummer 1 für Manifestation. Es gibt keinen Weg, es gibt keine Technik, es gibt nichts, wie man es macht. Niemand kann dir
helfen, deinen Weg, deine Art und Weise, dein Selbstmanagement zu finden, dass es für dich stimmig ist, dass es für dich konstant ist, dass es für dich die Wahrheit ist, dass es für dich funktioniert. Und wir schauen auch hier immer noch nach außen und wollen von anderen Menschen wissen, und ich war auch so eine, wenn ihr wissen wollt, was da passiert, der hieß gerade den Garten, also deswegen, ich war auch so eine, ich habe auch die ganze Zeit von anderen lernen wollen, das kriegt man ja gesagt. Aber das Einzige, was du von anderen lernen kannst, ist das Prinzip zu verstehen. Das Prinzip zu verstehen. Und dann musst du für dich selber herausfinden, wie du dich dazu bringst, die Person zu sein, die voll und ganz in ihrem Divine Design in diesem göttlichen Prinzip aufgeht und lebt. Und da geht es darum, dass du anerkennst, dass du das auf deine Art und Weise machst, dass das niemals... Du kannst niemals klonen, du kannst niemals kopieren, du kannst, wenn du dich selber verlässt, dann kannst du irgendwie von jemandem eine Kopie oder Teile kopieren, ja, aber das wird dich nie erfüllen, das wird dich nie glücklich machen und es wird nie das sein, was du haben möchtest. Und das ist Schritt Nummer 2, du musst dir die absolute Erlaubnis geben, dass dein Geschmack perfekt ist. Dass es nichts gibt, was besser ist, als das, was dir gefällt. Es ist das absolute Optimum. Die Dinge, die dir gefallen, die sind optimal, die sind gut, die sind perfekt. Alle anderen Dinge gibt es auch. Aber die musst du nicht wahrnehmen. Das muss nicht deine Wahrheit sein. Das muss nicht deins sein. Du musst es nicht zu deinem machen. Und das ist eines der allerschwierigsten Dinge, dass ich nur das zu meinem mache, was mir entspricht. Und dann bin ich angekommen bei mir. Und dann kann ich das Dritte machen, was wirklich super wichtig ist. Dann kann ich wissen, ich verlasse mich nie mehr. Ich verlasse mich nicht. Ich verkaufe mich nicht. Ich verrate mich nicht. Und für nichts auf dieser Welt, weil es gibt keinen Grund, es gibt kein Außen, für das ich mich jemals verraten müsste. Ich muss mich nie verbiegen. Ich muss mich nie anpassen. Ich muss nie anderen Regeln folgen. Ich muss nie andere Logik oder andere Zusammenhänge glauben oder nach denen mich richten, nach denen leben. Weil die gibt es nicht. Die sind irrelevant. Weil ich kenne ja das Prinzip. Schritt Nummer 1. Und wenn ich so spreche, dann merkst du wahrscheinlich, wie absolut befreiend das ist, dass dieses Prinzip unseres Lebens, dieses energetische Prinzip, das hier einfach immer wirkt, nichts von dir abverlangt. Es verlangt nichts von dir ab. Keine Schuld, keinen Scham, keine Opfer, nichts. Es wirkt. Es wirkt. Immer. Zuverlässig. Und jeder Gedanke, der das sagt, ja, und da muss ich halt ein bisschen mich reinquälen oder da muss ich mich halt ein bisschen durchbeißen oder was weiß ich nicht was. Das ist nicht so. Du musst dich nirgendwo reinquälen und du musst dich nirgendwo durchbeißen. Du musst einfach nur bei dir sein. Du musst bei dir sein. Du musst zuverlässig bei dir sein. Du musst dich selber führen, zuverlässig in ein Leben und in einem Leben, das dir entspricht. Und dich nicht selber verraten für nichts. Und du musst dich nicht, es ist nicht notwendig. Die Energie ist alles. Jede Ressource, die du haben willst, Geld, Zeit, Gesundheit, das ist Manifestation deiner Energie. Und das ist Fakt. Und nichts verlangt irgendetwas von dir ab, außer dass du aufhörst, die Person zu sein, der es an irgendetwas mangelt. Und darum geht's. Denken ohne Mangel. Denken, dass alles da ist. Denken, dass mir alles gegeben wird. Denken, dass ich alles erleben kann. Denken, dass alles für mich ist. Und wenn es so ist, dann ist mein Part nur, ich muss auftauchen. Ich muss da sein. Ich muss verfügbar sein.
für die Dinge, die ich haben möchte. Ich muss verfügbar sein. Und das zeigt sich in so vielen Sachen, wo ich erkenne, dass ich eigentlich vielleicht noch nicht verfügbar bin. Für wie viel Reichtum bist du verfügbar? Bist du verfügbar dafür zu glauben, dass alles, was du willst, für dich bereitsteht? Bist du verfügbar? Fühlt sich das gut an für dich? Oder hast du da noch Überzeugungen, die dir sagen, naja, vielleicht halt nicht so ganz oder jetzt noch nicht oder später? Ja, dann bist du nicht verfügbar. Bist du verfügbar für die Vorstellung, dass alles möglich ist, dass alles schon da ist, dass alles schon erschaffen ist? Für jeden, für jeden. Für jeden ist absoluter Reichtum, absolute Fülle erschaffen. Und jeder kann verfügbar sein. Er kann sich dafür verfügbar machen, ohne Wenn und Aber. Muss einfach nur die Dinge nicht mehr glauben, die aus dem Ego-Design kommen. Und sich nicht mehr schämen. Und keine Angst mehr haben, Fehler zu machen. Keine Angst mehr haben, falsch zu sein. Keine Angst mehr haben vor diesen ganzen Lügen, die unseren Köpfen und in unserer Gesellschaft und immer wieder in Büchern, überall sind Sachen, die nicht dem entsprechen, was das Prinzip eigentlich sagt und lehrt. Du bist Fülle, du bist Erfüllung. Ohne Wenn und Aber, ohne Technik, ohne Methode, ohne Praxis, sondern einfach, wenn du diese Annahme hast, ich bin Erfüllung, ich bin erfüllt. No matter what, egal was, in jedem Moment. Was soll denn anderes passieren in deinem Leben, als dass Erfüllung kommt? Und die spannende Geschichte, die spannende Sache in diesem Leben ist einfach dieses Prinzip in allen Lebensbereichen, in allen Lebenssituationen zu leben, auszuleben. Und viele von euch sind hier und haben meine Videos über meinen SP, der out of the blue vor der Tür stand, gehört. Erstens mal ist ganz wichtig zu sagen, out of the blue ist out of you, in dem Fall out of me. Der ist in mir entstanden und stand dann logischerweise vor der Tür. Dann ist eine Version von ihm in mir entstanden, der ich die Tür gewiesen habe. Und jetzt ist wieder eine, dann habe ich an mir gearbeitet, weil ich natürlich das Prinzip kenne. Ich weiß ja, wie es ist. Ich lebe ja das, was ich unterrichte, was ich trainiere, besser gesagt. Trainiere. Ist so wichtig, trainieren und üben. Und ich trainiere das natürlich auch selber. Ich bin kein Fitnesscoach, der nicht sein eigenes Trainingsprogramm hat. Und was ist jetzt? Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Seitdem ich in Brasilien gelandet bin, sind wir in täglichen Kontakt, sind wir im täglichen Austausch. Er hat sich gemeldet. War wieder da. Will wieder in meinem Leben sein. Kann es nicht erwarten, bis ich zurückkomme. Aber das sind alles Dinge, die sind logisch, weil ich die beste Version von ihm in mir wieder aufgeweckt habe, auferstehen habe lassen. Ich habe mich nicht bremsen lassen durch No Contact. Ich habe mich nicht bremsen lassen durch wirklich unschöne Konversationen, durch Blockierungen, durch keinen Kontakt, durch wirklich unangenehme Sachen, wo seine Post und seine Rechnungen noch zu mir gekommen sind, er sich nicht drum gekümmert hat, ich mich aufgeregt habe darüber und so weiter und so fort. Aber meine Überzeugung über seine Divine Design Version, die war ungebrochen, die war ungebrochen und die wurde stärker und stärker. Und er hatte keine Chance, sich danach zu richten. Er hatte keine Chance. Und es ist alles hinter verschlossenen Türen. Ich habe keine Ahnung gehabt. Bis zu dieser Nachricht. Ich habe zwar eine Ahnung gehabt. Ich habe tatsächlich eine Ahnung gehabt. Ich habe tatsächlich gewusst, dass der alles in Bewegung setzt, um wieder in meine Nähe zu kommen. Tatsächlich hat er das auch getan. Bevor ich es überhaupt wusste, dass es war. Ja. Und alles ist möglich, alle Türen sind offen, aber ich habe überhaupt, ich muss gar nichts entscheiden, ich muss gar nichts machen. Ich muss nur bei mir sein, ich muss bei mir sein, bei meinem Leben, bei meiner Identity und dann werden sich die Dinge im Außen fügen. Ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen.
ich muss nicht drüber nachdenken, wie soll das jetzt gehen, wie soll das jetzt sein, und, sondern wie will ich es haben, wie will ich es haben? Will ich es überhaupt haben? Wenn, auf welche Art und Weise hätte ich es denn gerne? Das ist ein Wunschkonzert. Und ich habe ja mal auch hier auf dem Kanal ein Video geteilt, wo drin steht, eben, und er tanzt nach deiner Pfeife. Und ja, er tanzt nach meiner Pfeife. Und wenn die Pfeife einfach mal sagt, leider Gottes, bist du etwas, was ich nicht in meinem Leben haben will, tanz ab, dann tanzt er ab. Und wenn ich meine Meinung ändere und seine andere Version sehe und vor allem, was noch viel, viel wichtiger ist, meine Version sehe, mein Selbstkonzept noch stärker habe, noch mehr verankere, noch klarer habe, noch mehr weiß, was ich haben will, was mein Wert ist, was mein Lebensstil ist, wie ich leben will, wie ich sein will, was ich erleben will in meinem Leben. Das ist das Entscheidende. Und dann fügen sich die Dinge. Immer. Ich muss nur wissen, was ich haben will. Und ich kann alles haben wollen. Und das ist eigentlich die Message hier in diesem Video. Und auch, um euch nochmal zu sagen und an meiner SP-Story teilhaben zu lassen. Es ist mir wirklich wichtig, euch das auch vorgemacht zu haben, euch das vorgelebt zu haben. Und die Stolpersteine, das A und O ist, dass ich aussteige aus der alten Story, dass ich aussteige. Das haben wir auch in der Community. Die Frauen, die jetzt so geil an sich gearbeitet haben, in der Wir sind Divine Design Community, haben erkannt, ich muss diese alte Version loslassen und ich kann nichts loslassen, womit ich noch verbunden bin. Und sei es in Kränkung, sei es in Hass oder Ablehnung oder Verlust, Traurigkeit, dann bin ich immer noch verbunden mit einer Version und einer Realität, von der ich eigentlich nichts wissen möchte. Und dann bin ich gleichzeitig die Frau, die in irgendwelcher Art und Weise in Beziehung steht mit Menschen, mit denen sie nichts zu tun haben will. Und das funktioniert nun mal nicht. Es ist immer eine Selbstkonzeptarbeit, es ist nur selbst. Wenn ich will, was irgendjemand für mich hat, tut, darstellt, bewirkt, muss ich zuerst dafür sorgen, dass ich das selber tue. Es gibt keinen anderen Weg. Und dazu brauche ich ein Training. Ein krasses, krasses Training. Ich kann nicht heute mal machen und morgen nicht mehr. Ich werde automatisch immer wieder zu meinem Default-Seinszustand zurück kalibrieren, wenn ich mich nicht wo Neues eingeloggt habe. Und dieses Einloggen muss ich Moment für Moment für Moment für Moment. Und am Anfang halt bewusst und irgendwann mal bin ich unbewusst in meiner neuen Realität eingeloggt. Und woran merke ich das? Dass ich keine Angst habe, was zu verlieren. Dass ich keine Angst habe, dass irgendetwas schief gehen könnte. Dass ich keinen unerfüllten Wunsch mehr habe, wo ich sage, oh, das muss jetzt unbedingt sein. Und warum habe ich das nicht? Sondern, dass jeder Wunsch für mich schon in der Erfüllung ist, weil ich weiß, wenn ich das haben will, dann werden sich die Wege eröffnen. Egal, was es ist. Egal, was es ist. Und wenn sich die Wege eröffnen, muss ich gehen. Wenn ich es haben will. Und dann kann auch da, in diesem Moment, kann ich nicht einfach sagen, vielleicht ist es ein bisschen gefährlicher Weg. Oder vielleicht, hey, Baptiste, es ist very good. Und kann ich einfach nicht sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Oder nee, das ist mir zu riskant. Oder ich habe keine Sicherheit im Außen. Wenn ich die Sicherheit von mir im Innen habe, wenn ich weiß, wenn ich es einfach weiß, ich bin's, ich hab's, ich empfange es, ich bin es wert, ich kann es annehmen. Und dazu ist noch eine Sache so, so wichtig. Und das ist auch in meinen Programmen Rising Up und absolut und auch in meinen Einzelcoachings. Du kannst nicht meinen, der Strahl der Fülle trifft dich, wenn du irgendwo die Löcher verstopfst. Was ich damit meine ist, da will ich keine Fülle her, was,
da will ich es nicht herhaben, nee, so darf es nicht kommen, das ist nicht in Ordnung, so kann man nicht etwas empfangen, unter diesen Umständen kann es nicht für mich sein. Das muss alles weg. Unter allen und jeden Umständen bin ich bereit zu empfangen. Divine Design zu empfangen, Liebe zu empfangen, Fülle zu empfangen, Geld zu empfangen, Zeit zu empfangen, Wohlgefühl zu empfangen. Es geht natürlich auch in die Sexualität. Ich muss bereit sein und nicht sagen, nö, unter den Umständen will ich nicht. Was auch immer. Schau hin, wo du noch in deinem Kopf Diskussionen führst, wo du sagst, ja, das hätte ich schon gern, aber nicht unter den Umständen. Also unter den Umständen auf gar keinen Fall. Das ist der absolute Block. Und auch wenn du meinst, es sei ethisch oder es sei anständig oder was weiß ich nicht was, es funktioniert nicht. Energie hat keine Umstände. Wenn du Energie in Fluss bringst, wenn du die Person bist, die in dieser Energie, in diesem energetischen Raum, in diesem energetischen Feld lebt, wo die Dinge vorhanden sind, die du haben möchtest, gibt es keine Umstände. Sondern unter allen Umständen bist du die Person, die empfängt, die wertvoll ist, die geliebt ist, die wichtig ist, die unterstützt ist, die alles haben und erfahren kann, was sie möchte. Und da gibt es keine Ethik, da gibt es nichts. Da gibt es keinen Preis, da gibt es nichts. Es gibt keine Umstände, die besser oder schlechter sind. Es gibt kein Timing, das besser oder schlechter ist. Es gibt nur dich, die Version von dir, die du jetzt in diesem Moment bist. Mehr hast du nicht zur Verfügung. Du hast die Vergangenheit nicht, die unterstützt dich nicht. Die Zukunft unterstützt dich nicht. Du unterstützt dich jetzt. Du entscheidest jetzt. Du bist jetzt. Und in diesem Zustand musst du bleiben. Und zwar in jedem Jetzt deines Lebens. Und deswegen brauchst du ein Selbstkonzept, das dir einfach sagt, wer du bist unter jeden Umständen, an jedem Moment, in jedem Ort, mit jedem Mensch. That's it. Es ist so simpel. Und die Schwierigkeit ist einfach nur, dieses Denken dahin zu führen, dass es dich unterstützt in deinem Divine Design, und nicht in deinem Mangeldesign. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und schaut euch dieses Video nochmal an. Da sind ganz viele Golden Nuggets drin. Setzt um. Wenn ihr Hilfe bei der Umsetzung haben möchtet, Community ist mein Number One Go-To-Ort. Wenn du noch nicht dabei bist, melde dich an, komm dazu. 1:1, um mal zu schnuppern, mal zu sehen, was passieren kann, wenn ich dich in einen neuen Seinszustand katapultiere, dein Denken revidiere, was dann passieren kann. Ich möchte auch nicht, dass du den Katze im Sack buchst, aber wenn du einmal gesehen hast, wie das ist, wenn du intensiv wirklich an dir, mit mir an dir arbeitest, was dann alles und wie schnell es passieren kann. Und dann ist das nächste natürlich Rising Up. Komm in Rising Up. Wenn du gestern den Moment verpasst hast, wo es noch einen halben Preis kostet und du dich heute bei mir meldest und du in die Gruppe dazu passt, dann gibt es immer noch für dich die Möglichkeit, zum halben Preis einzusteigen. Heute haben wir den 2. Dezember und ja, für die, die es halt verpasst haben, ihr könnt es immer noch kriegen, diese super Aktion, wenn ihr euch heute auf irgendwelche Weise auch immer bei mir meldet. Wenn ich bin ja offen, aber morgen Sonntag sind dann die Türen wirklich, wirklich, wirklich geschlossen. Wirklich. Dann kostet es einfach das Doppelte und selbst das ist ein Schnäppchen. Das ist ein Schnäppchen und für alle die, wo diese Zahlen, ich meine 7.500 und 15.000 Euro große Zahlen sind, auch das ist ein Umstand. Der Umstand muss weg. Du darfst nicht glauben, dass es große Zahlen sind. Nichts ist eine große Zahl. Gar nichts. Keine Zahl ist größer, keine Zahl ist kleiner. Es sind einfach nur Zahlen und die Zahlen bedeuten das für dich, was du sagst, dass sie bedeuten. Das ist auch
Es sind so krasse Sachen, die da in unserem Kopf passieren müssen, bis wir in diese unendliche Fülle, in diese unendliche Welt der Wunder einsteigen können, so dass es unserem Geist nicht mehr, unser Denken uns das nicht mehr verwehrt. Wie, es kann nicht viel Geld haben, wenn ich meine, viel Geld ist irgendwie viel Geld. Viel Geld ist einfach genauso wie viel Sonne, viel Atem. Das ist das Gleiche, es ist das Gleiche, es ist kein Unterschied. Wie viel Sonne ist okay? Ja, wir haben sogar noch Vorstellungen, dass viel Sonne scheiße ist, ja. Das alles geht alles in den gleichen Topf, es geht alles in die gleiche Richtung, es ist alles das gleiche Denken, das uns einfach sagt, dass von irgendetwas zu viel scheiße sein könnte. Ja, mit diesen Worten ende ich dieses Live. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr mir live zugeschaut habt. Und wir sehen uns ganz, ganz bald. Ciao, ciao.